Politik ist einfach auch natürlich oft sehr komplex, sehr schwierig zu verstehen. Und es ist auch sau schwierig, das einfach und schnell und komprimiert zu erklären, ohne dass man einen wichtigen Sachverhalt dabei weglässt. Das ist so die Herausforderung. Probier mal zu Überhangmandat innerhalb von 30 Sekunden zu erklären. Du beschäftigst dich aber auch mit Verschwörungstheorien. Und ganz im Speziellen hast du dich mit Ken Jebsen auch schon beschäftigt. Warum? Ja, weil das Video sau viral gegangen ist und ich mir das angeguckt habe und so voll erschrocken war, dass es viele auch in meinem Freundeskreis oder einige gab, die das weitergeschickt haben und sich nicht damit auseinandergesetzt haben und dem halt gleich Glauben geschenkt haben. Und wenn du jeden Tag auf Social Media unterwegs bist, dann weißt du, wie schnell etwas viral gehen kann und wie viel Fake da auch drin stecken kann, ohne dass es jemand mal hinterfragt. Auch einige Verschwörungsideologen haben Reichweite. Heiko Schrang erreicht 172.000 Menschen. Hier zum Thema Mundschutz. Das ist ja mittlerweile klar, dass dieser Maulkorb letztendlich ein Zeichen der Sklaven war. Sklaven haben den immer getragen. Und ihr müsst bitte mal darauf achten, im Supermarkt Leute, die überhaupt mit diesem Zeichen, wie in der Offenbarung des Johannes, also quasi, man kann schon sagen, mit dem Zeichen, Satan-Zeichen hier rumrennen auf den Straßen, wie die Körperhaltung ist. In der Regel ist die so. Führender Verschwörungsideologe in Deutschland ist derzeit Ken Jebsen. Ich habe neulich mit Julian Eicher telefoniert. Ich meine, seine Mutter ist Ilse Scholl von Geschwister Scholl, wenn ihr euch erinnern wollt. Und der hat mir bestätigt, also die Scholls damals, die wären bestimmt nicht im Homeoffice geblieben, wenn der Führer gesagt hat, im Moment nicht auf die Straße gehen. Ist verboten, nicht auf die Straße gehen. Hat übrigens der Führer nie gesagt. Ne? Man konnte bis 1944 in Deutschland auf die Straße gehen. Obwohl es die Tommys gab, obwohl es jede Menge Fliegerbomben gab, obwohl es jede Menge Blindgänger gab, war es nicht so gefährlich wie jetzt. Weil es eine Situation, die ist vergleichbar mit dem Zweiten Weltkrieg. Das sagt unsere Kanzlerin. Ich wiederhole das bloß. Also wer ist hier eigentlich irre? Wer ist irre? Und wer ist noch irre? Wer sich das anhört? Ja, die Zeit während des Lockdowns bei Corona, die war natürlich war richtig besonders für uns alle. Und die ganzen Verschwurbler und Verschwörungstheoretiker sind aus ihren Ecken gekrochen und hatten eine richtige Hochphase. Die drei wichtigsten Meinungsführer, also Hildmann, Schrank und Jebsen, haben wir natürlich angefragt für ein Interview, aber wir haben leider keine Antwort bekommen. Das ist sehr, sehr schade. Ich hätte natürlich viele, viele Fragen. Influencer beschäftigen sich also jetzt nicht wirklich primär gerne mit Politik. Zumindest jetzt mit Politik, so wie wir sie kennen. Ein Drittel der Deutschen glaubt allerdings, laut einer Umfrage, dass an diesen Videos von Jebsen und Co. wenigstens irgendwas dran ist. Und da ist, glaube ich, der gefährliche Punkt. Katharina Nocun, die hat ein Buch geschrieben, das heißt Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Und da habe ich jetzt noch ein paar Fragen. Katharina, warum sind denn diese Verschwörungstheorien oder Geschichten überhaupt so populär? Also ich meine, viele der Dinge sind ja ganz leicht zu widerlegen mit einem minimalsten Faktencheck, aber trotzdem sind sie unfassbar populär. Ja, wir sprechen ganz bewusst von Verschwörungserzählung und nicht von Verschwörungstheorie, weil es eben keine Theorie im wissenschaftlichen Sinne meistens ist, sondern das ist eher eine Glaubensfrage oft. Warum Verschwörungserzählungen so attraktiv sind, das ist eine gute Frage und das unterscheidet sich von Fall zu Fall, würde ich sagen. Also es gibt auch Menschen, die haben so ein instrumentelles Verhältnis zu Verschwörungserzählungen. Das heißt, in dem Moment, in dem ich mir so eine Heldengeschichte konstruiere, glaube ich, bin einer der wenigen, die sozusagen die Wahrheit gefunden haben, kann ich mich ja auch über andere stellen. Ich kann mich sozusagen als Held meiner eigenen Geschichte fühlen und das ist für einige Menschen eben attraktiv. Gerade in Krisensituationen erzeugen Verschwörungserzählungen außerdem so eine Illusion von Kontrolle, kann man sagen. Das heißt, während um einen herum die Welt in Chaos versinkt, beispielsweise durch eine globale Pandemie ganz theoretisch betrachtet, kann es ja sein, dass wenn ich glaube, ich weiß zumindest, da steckt ein Plan hinter, ich kann die Akteure benennen, ich weiß jetzt, wie es weitergeht, dann gibt mir erst so ein, so ein Gefühl von Kontrolle zurück. Was haben denn eigentlich diese Verschwörungserzähler davon, wenn man jetzt zum Beispiel Ken Jebsen mal nimmt?
Man kann natürlich nur spekulieren, warum Menschen so etwas verbreiten. Ich würde tatsächlich so weit gehen und zu sagen, naja, ich glaube schon, dass viele tatsächlich daran glauben. Wobei man natürlich auch sieht, dass es Geschäftsmodelle gibt, die mittlerweile auf dem Verbreiten von Verschwörungsmythen basieren. Also ein Beispiel, da wird Leuten gesagt, Strahlung, Handystrahlung würde Gedankenkontrolle verursachen und im passenden Shop gibt es dann irgendwie einen Aufkleber für 50 Euro, den man sich einfach aufs Smartphone machen kann und dann kann man munter weiter telefonieren. Wie gefährlich sind denn solche Verschwörungserzählungen? Ja, die meisten Menschen denken bei Verschwörungserzählungen immer so an lustige UFO-Geschichten. Und ich muss sagen, mir ist das Lachen halt wirklich vergangen nach der Recherche zu unserem Buch. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind ein Angehöriger, Sie sind ein Freund. Das ist jemand, der Ihnen was bedeutet. Und Sie merken langsam, wie der sich entfremdet. Und gerade im Gesundheitsbereich kann das dazu führen, dass Menschen dann auch Behandlungen verweigern. Beispielsweise bei Krebs, weil sie eher irgendwie glauben, es gäbe eine große Medizinverschwörung. Sind Verschwörungserzählungen auch eine Gefahr für unsere Demokratie? Ich würde definitiv sagen, dass Verschwörungserzählungen eine Gefahr für unsere Demokratie sein können, wenn sie in weiten Teilen der Bevölkerung verbreitet sind. Nehmen wir einmal eine Verschwörungserzählung, die in rechtsextremen Kreisen derzeit sehr populär ist. Da geht es eben um Migration, da geht es eben so um Mythen, die über Geflüchtete erzählt werden. Da werden diese Menschen quasi zu Invasoren hochstilisiert. Und das spricht ja auch einem Menschen dann auch irgendwo die Menschlichkeit ab und legitimiert ganz einfach Gewalt. Und wir wissen eben aus Studien auch, dass Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben, sich grundsätzlich eher aus der aktiven Demokratie irgendwo entfernen. Also sie gehen weniger wählen, sie engagieren sich weniger. Ich meine, ist ja klar, wenn man glaubt, alles ist abgekartet und Teil eines großen Spiels, warum soll man sich noch engagieren? Super, Dankeschön. Tschüss.